Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. Erstmal geht's hier hin. Ist hier keine Mission? Na, wenn das nicht der dunkle Eco-Freak ist. Wo ist Kira? Keine Sorge, ich habe ein wachsames Auge auf sie. Die ganze Stadt redet von dir, Jack. Du gibst ihnen Hoffnung. Wie armselig. Ich hätte dich gern im Gefängnis getötet. Aber dich auf der Rennbahn vor den Augen aller zu erledigen, ist doch noch viel besser. Ich kann den Aufschrei jetzt schon hören. Wenn die Menge sieht, wie ihre Hoffnung stirbt. Schön, dass du zurück bist, Daddy. Ja, es ist schön, wieder frei zu sein. Weißt du, Kira liebt Gewinner. Bald ist sie meine Mechanikerin. Bleib ihr vom Leib. Errol ist der beste Rennfahrer, den ich je gesehen habe. Du täuschst dich in ihm. Du willst Menschenkenntnis besitzen? Ha, sieh dich an. Ich habe gehört, wenn du wütend wärst, veränderst du dich. Außerdem, der Jack, den ich kenne, würde niemals für einen wie Crew arbeiten. Ich brauche Crew, um den Baron zu bekämpfen. Ach, vergiss es. Weißt du was? Geh du deinen Weg, ich geh meinen. Und hol dich bloß nicht bei mir aus, wenn du es nicht packst. Jack, Kumpel, wo willst du hin, Junge? Jack? Was zur Hölle? Achtung, Fahrer. Die Rennen der zweiten Klasse beginnen in Kürze. Und was machen wir jetzt? Du musst für das Team fahren, Dexter. Wir brauchen diesen Sieg für die Qualifikation zur Meisterschaft. Wie schwer kann das wohl sein? Halte ich nur gut fest und richte das Dingelchen nach da, wo ich hin will, okay? Und mit den anderen Dingelchen kann man schneller fahren. Schnell ist gut. Ich kann das. Das Rennen kann losgehen. Mit Dexter? Oh nein. Upsa. Na, ich muss erstmal die Strecke ein bisschen kennenlernen. Ja. Oh, Junge. Ich bin Erster. Will er einen wegrammen? So. So. Ich hab gewonnen! Beim ersten Mal ist schon, wow! Und das mit einem ziemlich kaputten Wagen.
Das ist mal ein gut aussehender Sieger. Geschafft, Dexter! Du hast die Qualifikation fürs große Rennen geholt. Hast du daran gezweifelt? Bei Jack bin ich andauernd Co-Pilot. Hey, wann bekomme ich den Siegerkurs? Vielleicht später, wenn du ein braver Junge bist. Hey da, wir haben's diesen zweitklassigen Versagern echt gezeigt, was? Ja, genau. Es hat dich ein paar Mal zu hoch rausgetragen, aber du hast's immer gepackt. Ich bin stolz auf dich, Dex. Wirklich? Klar, du warst toll. Nein, wir waren toll. Stimmt's, Partner? Okay. Hier, Alpha Team, wir sind unterwegs. Das Rennen geschafft. So, jetzt zu dieser anderen Mission noch. Jetzt muss ich da erstmal wieder hinkommen. Da es ja leider keine Schnellreisefunktion gibt. Ich nehme den Wagen hier. So, jetzt erstmal quer durch die ganze Stadt. Ups. Ich bin schneller! Au! Moment, ich bin hier falsch! So! So, hier lagen. Einfach überfahren. Bin da. Was für eine Mission haben wir denn hier jetzt? Der Baron versucht's immer noch mit den alten Tricks. Der Untergrund hat erfahren, dass sich mehrere Crimson-Zerstörer-Roboter unserem Versteck hier nähern. Sie sind wie Bomben mit einer Zielpeilung. Wenn einer von diesen Zerstörern diesen Ort erreicht, sind wir tot. Ah, worüber machst du dir Sorgen, alter Mann? Du stehst doch schon halb im Grab. Wenn du besser auf dich Acht geben würdest, wäre ich jetzt nicht in diesem Zustand. Schaltet diese Zerstörerroboter aus, bevor sie das Versteck erreichen, Jack. Sie besitzen einen Annäherungsschutz, also seid unbedingt vorsichtig. Weidmanns Heil! Das habe ich ganz schön synchron gesagt. Na, wo sind sie denn? Zwei sind da und einer ist da. Der eine ist hier gleich um die Ecke. Schlag den Lärm!
Autsch. Jetzt weiß ich zumindest, wie sie aussehen. Wie hält das denn dieser Teil aus? Das hält sehr viel aus. Holy moly. Die Frage ist, wer kommt zuerst? Ich würde sagen, du. Verdammt! So, neuer Versuch, neues Glück. Warum sieht man die nicht? Wieso kariert die Kamera nicht? Thank you.
So. Danke für die Munition. Gib mir her! Ich muss jetzt die anderen da holen. Danke für die Muni! Wie viele von denen sind hier auf einmal? Und besiegt! Ja, ich muss ja bei E-Mail wegkommen. Verfolgungsjagd in Sektor 4. Ja, ich muss hier weg. Verfolgungsjagd in Sektor 4. Davon haben wir jetzt nur noch 30 Muni. Wagenwechsel. So, wann habe ich die abgeschüttelt? So, hier lang. Ah ja, muss wahrscheinlich die Crew. Wo er so heißt. Was hat er jetzt für einen Auftrag für mich? Oh, ich habe sie abgehängt. Eure Stadt braucht einen starken Hey, zurück an die Arbeit, Puppe. Sie arbeitet ja, Rollmops. Hör auf zu nörgeln. Vorsichtig, sonst endest du noch als Trophäe an dieser Wand. Jack, ich will, dass du die Meisterschaft verlierst. Lass Error gewinnen. Du wettest gegen uns? Jack, so läuft das eben. Du bist ein Symbol für diese Städte. Die würden alles auf einen Funken Hoffnung setzen. Der ideale Zeitpunkt, um Geld zu machen. Was sagst du, mein Junge? Ich sage, du wirst viel Geld verlieren. Denn ich werde antreten. Und ich werde gewinnen. Du Kleiner. Du machst langsam mehr Ärger, als du wert bist. Mach's dir bloß nicht so gemütlich. Jeder ist ersetzbar. Hast wohl Todessehnsucht, was? Wir müssen nicht bis zum großen Rennen warten. Wir können das sofort klären. Nur wir beide. Durch die Stadt. Und wir benutzen Beschleunigerringe.
Verpasst du auch nur einen Ring zwischen Start und Ziel, ist es aus. Kira hält dich sowieso für einen Versager. Und ich liefere ihr den Beweis, ein für alle Mal. Einverstanden. Oh Mann! Mir jetzt in der Nase. Das ist nervig, wenn... Puh. Mit etwas juckt, was... Was soll das? Das war gemein. Oh Mann, das war knapp. Wir sagen Mission neu starten. Roger, setzen zum Kontakt. So, ich bin schnell. Ja, das war knapp. Aber wie hoch sind wir jetzt gesprungen? Wow. Na. So, neu starten, bitte. Bitte bestätigen, wir suchen weiter. Keine Musik diesmal. Ja, ich bin schnell.
So. Was war das denn? Wieso bist du drüber gesprungen? So. Zieh Leine, du Spinner. Manchmal macht er so komische Bewegungen, die ich eigentlich gar nicht will. Und ich auch gar nicht gedrückt habe. So. So. Hier lang. So, den haben wir. Aus dem Weg. Lilafarbener Sicherheitsausweis benötigt. Bitte. So, hier lang, bitte. Da lag. Du wirst mich nie schlagen. Das war aber knapp. Zumindest weiß ich, welche Strecke er nimmt. Die muss nur besser sein. Das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Diese Zivilisten manchmal. Was war das denn? Was war das? Das hat doch eben immer geklappt. Und wieso ist es immer auf Nein sofort? Thank you.
So. Oh Mann, das war knapp. 1-8. Ha, dieser kam mich da besser durch. Wär's wohl lieber bei Mami? Wieso ist Pause auf der Taste? So, häng dich doch nicht daran fest! Nein! So. Das war knapp. Was? Wieso kann man da rum? Drumherum fliegen? Warum? Das wäre doch besser, wenn das schräg da stehen würde. Es ist übrigens sehr ordentlich, dass keine Musik da ist. Oh, Junge. Was sollte das denn für ein Sprung sein? Wo war die Sprungschanze? Da war keine. So. Das war knapp.
Diese blöde Treppe. Aha, diesmal habe ich diese Kurve gut genommen. Bitte ein bisschen schneller. Haha. Geschafft. Bild dir nichts ein, du Strauchdieb. Nächstes Mal fahren wir meinen Preis. Und dein Kopf wird meine Trophäe sein. Ah, du kannst wohl nicht verlieren. Bist ein Flaschenkind, oder? Was ist die nächste Mission? Hey. Da haben wir eine Herausforderung. Sogar drei Herausforderungen neue. Okay, die wir als nächstes angehen. Dann bei diesem Elektrowerk. Ach, da muss ich wieder hin. Bitte bestätigen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.